Schlagerfans, aufgepasst! Yvonne Wölke und Peter Klein haben einen gemeinsamen Song aufgenommen. Was hinter verbotene Liebe steckt, verrät Yvonne jetzt. Nach all den Spekulationen, Gerüchten und Streitigkeiten ist bis heute unklar, ob es bei Yvonne Wölke, 42, und Peter Klein, 57, jemals mehr als nur Freundschaft war und sie tiefere Gefühle füreinander haben oder ob sie einfach nur Freunde sind. Trotzdem spielt das Thema Liebe zwischen den beiden gerade eine wichtige Rolle. Denn in ihrem beruflichen Leben kommen sich die beiden nun doch näher. Sie nehmen ein gemeinsames Lied auf und singen über verbotene Gefühle und eine komplizierte Romanze. In einem Interview mit RTL spricht Yvonne nun über das musikalische Werk mit Peter. Peter und Yvonne sind sich sicher. Den machen wir. Wie die Moderatorin erklärt, sei es naheliegend, weshalb sie gemeinsam mit dem Ex von Iris Klein einen Song aufnimmt. Da Peter und ich beide Musik machen, war relativ schnell klar, dass wir einen gemeinsamen Song aufnehmen werden, so Yvonne gegenüber RTL. Doch die Auswahl des Liedes stellte sich zuerst als etwas schwierig dar. Dieses Mal funkte es aber bei den Freunden und die beiden entschieden sich, nun auch als Duettpartner auf die Bühne zu treten. Nachdem wir das Demo von dem jetzigen Song gehört hatten, haben wir übereinstimmend gesagt, den machen wir. Klein und Wölke singen über das große Thema Liebe. Wovon ihr musikalisches Werk handelt? Das große Thema Liebe, wie sollte es auch anders sein, gibt Yvonne offen zu. Genauer handle es sich bei dem Liebeslied um eine fiktive Geschichte, die eigenen Erfahrungen und Romanzen würden dabei aber natürlich auch mit reinspielen. Dazu erklärt die Schauspielerin, egal, was du denkst und wie du planst, es kann immer und überall passieren, dass es dich erwischt. Und dann gerät deine Welt total aus den geregelten Bahnen und alles ändert sich. Verbotene Liebe von Peter und Yvonne wird schon bald auf die Bühne kommen. Am 26. Mai soll es soweit sein. Beim Schlagermove in Hamburg wollen Wölke und Klein ihren Hit mit dem Titel Verbotene Liebe dann zum ersten Mal live auf der Bühne präsentieren. Und auch, wenn niemand wissen darf, wie sehr ich dich vermisse, heut, Nacht und weitere Zeilen voller tiefgründiger Gefühle werden dabei über die Lippen der beiden Freunde kommen. Bei Peters Premiere werden bis zu 500.000 Schlagerfans dem Liebeslied lauschen, doch auch für Yvonne ist das Publikum beim Schlagermove Grund, um aufgeregt zu sein. Trotzdem bleibt die Promi-Büßen-Teilnehmerin zuversichtlich und freut sich schon jetzt auf den großen Auftritt. Am meisten freue ich mich darauf, unseren gemeinsamen Song das erste Mal öffentlich und dann bei so einem Wahnsinnsereignis, vor so einem riesigen Publikum zu präsentieren. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Und ich hoffe, dass die Menschen mit uns gemeinsam unsere Songs feiern. Sowohl im Privaten als auch im Tonstudio passt es zwischen Yvonne und Peter perfekt. Auch, wenn ihr Debüt im Tonstudio für beide eine neue Erfahrung war, haben Peter und Yvonne schon zuvor bewiesen, dass sie gut zusammenarbeiten können.
Denn auch im privaten Bereich oder bei der ersten Staffel der Renovierungsshow Wettkampf in vier Wänden harmonierten die beiden sichtlich. Während der Aufnahme ihres gemeinsamen Songs konnten sie ihre Teamfähigkeit erneut unter Beweis stellen. Zunächst habe ich meinen Part eingesungen, dann kam Peter dazu und hat seinen Part gesungen. Wir haben uns dann das Zwischenergebnis angehört und noch Veränderungen vorgenommen, wo wir der Meinung waren, dass man es eventuell anders singen könnte, um dem Song eine andere Dynamik zu geben. Aber alles in allem war das Einsingen der einfachere Part bei der Songgestaltung, wie sich später herausgestellt hat. Am 26. Mai können sich die Schlagerfans freuen, wenn Verbotene Liebe zum ersten Mal auf der Bühne performt wird.